Piraten enttarnt Stadttheater. Das klingt nach einer Faschingsmeldung, ist aber heute Vormittag wirklich so geschehen. Rund 300 Anhänger der Piratenpartei versammelten sich unter großem Medienaufkommen zum piratigen Aschermittwoch. Mit einem etwas anderen Konzept. Jeder, der wollte, konnte sich als Redner mit seinem Wunschthema bewerben. Die Organisatoren wählten schließlich ein gutes Dutzend aus. Die Vorgabe, der Inhalt soll nicht feinfühlig sein, sondern direkt. Polemik explizit erwünscht. Ob das gelungen ist, Alexandra Christel und Heiko Schmidt waren vor Ort. Die Piraten brauchen Sitzfleisch. Die Rednerliste ist lang. Von 11 bis 16 Uhr soll der piratige Aschermittwoch dauern. Länger als bei jeder anderen Partei. Doch ansonsten sind die Zutaten die gleichen. Eine Prise Polemik, ein paar Seitenhiebe auf den politischen Gegner, Applaus vom Publikum und zwischendurch immer wieder ein Schluck Bier. Ziemlich bürgerlich also der Aschermittwoch der Piraten. Wir werden unsere Reden halten, wir werden auf die anderen mit den Vorschlaghammer hauen, genauso wie grundsätzlich zu Aschermittwoch mit den Vorschlaghammer gearbeitet wird. Das Publikum ist ein bisschen anders als zum Beispiel bei der CSU. Etwas weniger Gesetz, etwas weniger konservativ, bei weitem weniger konservativ. 12 Redner, einer davon ist Fabio Reinhardt, der mit den Piraten im September 2011 ins Berliner Abgeordnetenhaus eingezogen ist. Er spricht über Realpolitik. Immer wenn er dabei das Wort Realpolitik ausspricht, nimmt er einen Schluck Bier. Reinhardt verstrickt sich aber in Insidergeschichten, die außerhalb Berlins kaum jemanden interessieren dürften. Sein Fazit: Realpolitik ist weniger aufregend als gedacht. Zuvor am Pult Stefan Körner, der bayerische Landesvorsitzende. Er macht sich lustig über Politiker, die mit dem Internet nichts anfangen können. Dass die meisten von denen nicht wissen, wie die Welt funktioniert, in der wir heute kommunizieren. Und rächt sich dann eben, wenn man sich anschaut, was Hubert Aiwanger mit seinem Twitter-Account passiert ist, wenn Seehofer gefragt wird, wie viele Follower oder wie viele Fans er auf seiner Fanpage hat. Das zeigt halt, dass sie nicht wissen, was da eigentlich wirklich passiert oder was sich da wirklich tut. Auch Christian Ude bekommt sein Fett ab. Der twittert, wie er redet, langsam bedächtig und ohne Inhalt. Inhaltlich beschränkt sich Körner auf die neuen Medien. Ich weiß, wir werfen mit Steinen im Glashaus, aber wir sind Piraten. Das Publikum quittiert es mit Applaus. Innerhalb von 3 Jahren sind die Mitgliederzahlen regelrecht explodiert. Von 1.000 auf mehr als 20.000 Piraten. Ich glaube, dass für allein ein Viertel von uns, für unsere Wähler, sind Neuwähler. Leute, die noch nie vorher irgendwo zur Wahl gegangen sind oder eigentlich sich abgecancelt haben aus dieser Demokratie. Jetzt müssen wir irgendwie schauen, wie wir die auffangen können. Die anderen Parteien bewegen sich nicht in diese Richtung. Ob man jetzt ACTA ansieht, Rechtfertigungsversuche hier, Rechtfertigungsversuche da. Die Leute haben auf sowas einfach keinen Bock mehr. Und wenn die alte Politik nicht weiterkommt, dann werden wir immer stärker. Eine klare Aussage. Die Piraten wollen den etablierten Parteien den Wind aus den Segeln nehmen und blasen zum Angriff für die Landtagswahl 2013.